Okay, herzlich willkommen. Ja, bitte. Herzlich willkommen. Mir obliegt die Aufgabe, das Publikum aus der Fresskoma nach dem Mittagessen zu reisen. Ich werde mich bemühen. Also korrekt spricht sich das Projekt WeLiest Lab aus und zuerst eine Designrichtlinie oder etwas, was immer wieder meine Arbeit durchzieht. Das heißt, wenn Sie sagen, ja, das ist aber einfach, dann ist meine Antwort darauf, ja genau. Ja, ich trage ab und zu auch vor weniger bash-affinem Publikum vor, deswegen die Untertitel hätte ich hier rausnehmen können. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus dem Osten von Österreich. Mein Arbeitgeber sitzt in Eisenstadt, die Fachhochschule im Burgenland in Eisenstadt-Pinkerfeld. Eisenstadt ist eine hübsche, pittoreske Kleinstadt mit Heiden-Affinität, also viel Musik, viel Kultur, viel Wein. Und es gibt bei uns auch entsprechende Veranstaltungen. Wir veranstalten einmal im Jahr die Linux-Wochen, wodurch der Kontakt hierher zustande gekommen ist. Ich unterrichte im Department in den Studiengängen IT-Infrastrukturmanagement, Information, Medienkommunikation, Business Process Management und weiteres. Unterrichtsfächer wie Programmieren, Systemadministration, Datenbanken, Netzwerke, Multimedia, wobei natürlich einige von meinen Kollegen gemacht werden. Und wir haben Gott sei Dank mittlerweile es fundamentiert, dass wir eine betriebssystemunabhängige Ausbildung anbieten wollen und dafür auch die Infrastruktur brauchen. Das heißt, worum es in diesem Vortrag geht, ist, wie haben wir das hingekriegt, dass wir unsere PC-Räume passend ausstatten, flexibel, einfach, zuverlässig, hardwareunabhängig und so. Denn das ist nicht so einfach. Wer immer das schon mal versucht hat, weiß, es gibt extrem rasch wechselnde Software. Spätestens alle 12 Monate kommen neue Releases raus. Es gibt viel Software, weil jedes Unterrichtsfach will irgendwas anderes. Jeder Lehrer, jede Lehrerin bildet sich irgendwie ein, ich möchte Kwasniczka 3.17 und der andere will aber genau das Paket und der andere vierte will jenes. Und da kommen auch richtig dicke Pakete daher, Datenbanken, Programmieren, Multimedia-Sachen. Weiters brauchen wir im Grunde genommen natürlich Sysadmin-Rechte für Sysadmin-Übungen, nona nicht. Und einen definierten Zustand bei Beginn jeder Übung. Alle paar Stunden ein anderer User auf diesem Gerät, denen diese Geräte noch dazu vollkommen egal sind, also nicht irgendwie ein Herzensanliegen. Wir haben im Hintergrund ein schwaches Netzwerk, also 100 Mbit ist schon ein Luxus, steht zumindest am Kabel. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Ja, und gleichzeitig haben wir aber Reparaturzeiten. Ab 10 Minuten kann ich die Unterrichtseinheit eigentlich fast vergessen. Wenn ich eine Viertelstunde reparieren muss, ist der Unterricht mehr oder weniger gelaufen. Bis 2006 gab es irgendein WinCP-XP, genau so hat das geheißen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe nie damit gearbeitet, weil es funktionierte eigentlich nicht. Also die Idee war, man hat also seine Installation, halt so eine richtige, und dann fordert man halt einmal im Semester bei der zentralen IT mit einem Formular die Software an, die man braucht. Und dann funktioniert die natürlich nicht, weil der Kollege braucht dieselbe Software in einer anderen Version, beziehungsweise widersprechen sich die Java-Version, beziehungsweise widerspricht sich sonst irgendwas. Also vernünftiges Arbeiten war eigentlich nicht möglich. Dieses System hat unter meinem Obhut nirgends funktioniert. Wie funktioniert das an anderen Institutionen? Meistens haben die Leute irgendeine Art von Netzwerkboot oder es wird ein Image ausgerollt auf die Festplatte, das aber natürlich dann hardwareabhängig ist, weil es muss zu der speziellen Hardware passen. An fortgeschrittenen Institutionen funktioniert das auch mit Multiboot, ich weiß es von uns, von meinen Wiener Kollegen. Und man versucht im Wesentlichen einen User ohne Rechte zu kreieren, damit da ja nichts beschädigt wird drauf. Das heißt, man sperrt das gegen jede Art von Manipulation, das Mail ist mit Absicht gesetzt. Das reizt natürlich Schüler und Studenten genau, dieses System zu testen. Das heißt, irgendwie gelingt das immer da einzudringen und lustige Dinge zu machen. Das WeLiest Lab ist als eine Antwort darauf entstanden. Es ist heute, wir nennen die Version 2001 und das ist nichts mehr ganz Neues. Wir haben das seit 2009 wirklich konkret im Unterricht im Einsatz. Das ist also ein Projekt nicht ohne Praxis. Ich habe es geschrieben mit ein bisschen Marketingunterstützung vom DGM. Das ist das Technisches Gewerbemuseum, heißt das, soll ich täuschen. Das ist eine der größten technischen Schulen auf HTL-Niveau in Wien. Und das Bundesministerium ist mittlerweile auch aufmerksam geworden auf die Entwicklung und unterstützt uns in mehreren Projekten.
weil sie immer gerne eine Open-Source-Alternative haben oder hätten. Ich bin hier auf einer Technikerkonferenz, dann darf ich mir erlauben, so vorzutragen, wie ich es eigentlich immer gerne am liebsten habe. Ich fange mit der Technik an und liefere die Motivation und die Effekte nach. Sonst muss ich das immer unangenehmerweise umgekehrt machen. Die Grundidee ist sehr einfach. Ich nehme einen leeren Rechner, so wie ich ihn aus dem Geschäft bekomme, mit einer leeren Festplatte, spiele drauf ein ganz ein schlankes Basissystem, das fast nichts kann, außer eins sehr gut, nämlich, das ist im zweiten Schritt, spiele ich Images von allen möglichen virtuellen Maschinen auf die Festplatte drauf und dieses schlanke Basissystem kann genau eines, nämlich dieses Image starten nach einem gewissen Auswahlverfahren. Der Witz ist, das klingt also sehr, sehr simpel und ist es auch und deswegen funktioniert es. Aus Studentensicht präsentiert sich da am Anfang ein so ein Menü und man wählt einfach die Maschine, die man haben möchte. Das gibt man halt am Anfang kund. Und dann fahrt die entsprechend hoch und da kann man also, was weiß ich, ein Debian Linux, da jetzt nur als Beispiel. Es funktionieren natürlich auch die Windows-Maschinen, das ist ein Requirement, wir haben gesagt, systemunabhängige Ausbildung da drauf. Wir haben verschiedene Windows-Versionen laufen, wir haben XP, wir haben 7, 8 glaube ich derzeit noch nicht, da kümmere nicht ich mich darum. Und das hat einige konzeptuelle Aspekte. Also grundsätzlich sind diese Übungs-PCs, man kann das auch ändern, alle read-only, das heißt ein automatisches Reset bei Reboot, ein Reboot und alles ist wieder so wie vorher. Dadurch können wir den Studenten problemlos Rootrechte geben, weil die können dann machen, was immer sie wollen. Wenn sie einmal rebooten, ist es wieder so wie vorher. Und was wir auch noch können, wir können gleichzeitig mehrere PCs, virtuelle PCs auf den Maschinen betreiben und damit können wir auch sowas wie Netzwerkübungen in gewissem Ausmaß, ich meine, es gibt dann immer die Netzwerkübungen, wo man auf realer Hardware gehen muss, aber sehr viel in der Ausbildung schon vorher, DHCP, NAT und so weiter, können wir auf diese Weise machen. Es ist damit so etwas wie eine einheitliche virtuelle Hardware geschaffen. Denn die ganze konkrete Hardware wird im Basissystem abgebildet und die Schicht, auf der dann der Übungs-PC ansetzt, ist eine einheitliche virtuelle Hardware. Wir haben also eine klare Trennung zwischen virtuellem System und Basissystem. Sowas wie Klonen, wie es in den anderen Institutionen bis jetzt nach wie vor gang und gäbe ist. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Wer betreut Übungsräume? Klonen, nicht klonen? Ja. Genau. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Und das, man darf nicht vergessen, dass das auch eine Hardware-Ersparnis ist, weil ich brauche keinen Prototyp-PC mehr von irgendeinem Typ. Ich kann einen mehr oder weniger beliebigen PC in den Übungsraum stellen und sofort losfahren und ich weiß, das geht. Das heißt, ich kann sowas wie Mixed Hardware haben. Irgendwie, wir fahren in einen Übungsraum mit 20 Rechnern, 3 aus, ich kriege 3 neue, die sind irgendwie anders, gemischt, irgendwo abgezweigt, ich stelle sie dazu und das funktioniert. Und zwar ohne, dass ich es lang teste und vorbereiten muss. Warum? Weil einer der wesentlichen Teile dieses Systems die Install-CD ist. Wir haben eine vollautomatische Install-CD gebaut. Das Basissystem ist nämlich so klein, dass es auf eine CD passt. Und die installiert den Rechner ohne jeden weiteren Eingriff und auch im Notfall sogar ohne Netzwerk, jedenfalls aber mit absolut minimaler Netzwerklast. Da werden ein paar Byte übertragen. Die Software ist alles auf der CD. Und das System ist so runtergeschrumpft, dass es auf seine CD passt. Natürlich geht das auch mit USB-Stick und natürlich haben wir auch PXE geplant, aber as a matter of fact hat es noch niemand gemacht, weil es niemandem wichtig genug war, weil das eh so gut funktioniert. Und damit können wir das Basissystem in 3 bis 10 Minuten von Null auf Basissystem herstellen. Im Schadensfall, weil ja überhaupt keine Benutzerintervention notwendig ist, auch durch Laien. Also wenn wir irgendwelche wenig IT-affine Lehrer haben, die wissen, es liegt eine CD im Sekretariat, wenn irgendein Rechner nicht geht, ist einmal der erste Versuch, die CD holen, einlegen, neu installieren, schauen, ob es dann vielleicht geht. Wenn das System installiert ist, kommt man in so ein Menü hinein. Normalerweise geht das direkt in die GUI hinein und dann bekommt man eben dieses Auswahlmenü der Maschinen, die ich schon gezeigt habe. Und um auch eine Demo zu fahren hier in diesem Vortrag, möchte ich hier die Installation des Basissystems gerne zeigen. Also so, und ich starte hier diese, das ist jetzt eine virtualisierte Maschine und ich installiere darauf das VLAST Lab und starte daher von CD.
So, und das ist jetzt mein VLAST Lab Rechner. Und normalerweise, wenn ich nichts tue, startet er einfach da ein, ich habe ein US-Keyboard, ich nehme das und das ist der letzte Eingriff, den ich machen muss. Am Ende des Vortrags werden wir uns den hoffentlich fertigen Rechner da abholen. Bitte, das ist ein Netbook, ja, mit 2x800 MHz. Ja, das Maintenance-Menü ist auch sehr einfach gehalten, damit es jeder bedienen muss. Da findet man die Dinge, die man erwartet. Man kriegt irgendwo seine Virtual Machines her, man kann sie wieder löschen, man kann die Konfiguration updaten, man kann auf die neueste VLAST Lab Version upgraden. Das ist ganz wichtig, damit kann man Maschinen zwischen Arbeitsplätzen hin und her schicken. Und es gibt auch noch sowas wie eine Remote Maintenance für den Lehrerrechner, die ist bei den Schülerrechnern aber abgedreht. Und warum? Sehe ich jetzt nichts mehr. Bitte? Na, meiner eigentlich nicht. Weil am Schirm habe ich es nämlich weiter gesehen, aber schauen wir mal. Ja, wenn wir das Ganze über eine CD konfigurieren, dann ist die Frage, es gibt natürlich schulspezifische Daten immer, wo stehen die Server, wo steht das Teil im Netzwerk und so weiter. Das bekommt man von einem sogenannten VLAST Lab Root Server. Davon braucht man einen pro Schule, das kann irgendein super alter Rechner sein. Der braucht eigentlich nur ein paar Key-Daten ausliefern und das bewegt sich im Rahmen von ein paar Kilobyte pro Rechner, also wirklich extrem wenig, irgendeinen alten Rechner im Netz hinstellen, das genügt völlig. Und dorther kommen dann schulspezifische Daten, wie die Passwörter, wie wo stehen die Files, Server und dergleichen. Und darüber definiert sich dann, wo stehen jetzt, und es sind mehrere möglich, die File-Server, von denen die virtuellen Maschinen dann geladen werden können. Damit kann man einen zentralen haben, man kann interessierten Lehrern ihre eigenen geben, man kann zentrale File-Server von Institutionen einbinden, so haben wir es mit dem Ministerium gemacht. Ich betreibe einen öffentlichen File-Server, wo wir öffentliche virtuelle Maschinen anbieten. Das wird alles hier einmal definiert, welche File-Server im System gültig sind. Und was wir weiter eingebaut haben, ist die Möglichkeit, einen Rechner zum Lehrerrechner zu machen. Das muss man einmal physisch hingehen. Das wäre jetzt zum Beispiel dieser. Und er registriert sich bei allen anderen im Raum und kann dann die zentrale Steuerung der anderen Rechner übernehmen. Ansonsten gibt es aber keinen Unterschied zwischen Lehrerrechner und Schülerrechner. Der Lehrerrechner entsteht aus einem normalen durch diese Registrationsprozedur. Das ist ganz einfach hingehen. Und grundsätzlich kann jeder Rechner im Haus die virtuellen Maschinen sich selber holen, aber in der Praxis machen wir es, weil das auch unserer Netzwerktopologie entspricht, zweistufig. Das heißt, es wird einmal die Maschine auf den Lehrerrechner synchronisiert, das ist, weil dieses Netzwerk nicht so schnell ist, und dann blasen wir es mit UDP-Cast in den Raum hinaus. Damit erzielen wir Zeiten von so 5 bis 20 Minuten hier und 3 bis 12 Minuten für das Rausblasen in den Raum, und das unabhängig von der Anzahl der Rechner, die in dem Raum stehen. Und einfach nur von diesem Arbeitsplatz aus. Es wäre natürlich ein leichtes, das auch von hier zu initiieren, war nur bei uns bis jetzt nicht in dieser Form notwendig. Was es aber zusätzlich gibt, und das hat sich als sehr angenehm erwiesen, dass auch die Rechner untereinander virtuelle Maschinen austauschen können. Dadurch entsteht nämlich die Selbsthilfe der Schüler. Sagt, na, bei mir geht das nicht, aber bei mir geht's, schickt mir das um. Also, Sie verzeihen. Und dann tun die schon da hinten und die kennen sie beim dritten Mal schon besser aus als ich. Und dann funktioniert das schon und man ist schon wieder eine Sorge los. Also, Was können die sich denn dann schicken? Die virtuelle Maschine. Nein. Das Basissystem. Die Basismaschine. Also, so wie sie ausgerollt wird. Ach so. Ja, also. Aber ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das vom Lehrerrechner mit UDP-Cast geht, und jetzt passiert es natürlich, Murphy schläft nicht, dass es bei einer irgendwie nicht geklappt hat. Und ich habe das vielleicht übersehen. So, und ich fange mit dem Unterricht an, und da hinten schreit einer, aber bei mir geht es nicht, bei mir geht die Maschine nicht. Ja. So, und dann sagt der Nachbar, aber ich habe eine, die geht, und dann helfen sich die schon gegenseitig, und ich kann weiter unterrichten. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach aus der Praxis entstehen.
Und was am leeren Rechner auch noch geht, ist das Remote Maintenance Menü. Damit kann man also alle möglichen Dinge auf allen diesen Maschinen im Raum machen. Man kann virtuelle Maschinen dorthin senden. Man kann ja bis hin zu eine bestimmte virtuelle Maschine starten. Und man kann die Maschine natürlich auch wieder runterfahren vom leeren Rechner. Auch sehr praktisch. So dass man den Raum ohne Hardware, laufende Hardware verlassen. Und was wir auch noch ins Basissystem integriert haben, weil wir das unbedingt haben wollten, ist die Möglichkeit, den Bildschirminhalt eines beliebigen Schülerrechners im Raum auf den Lehrerrechner und damit auf den Beamer, der dort angehängt ist, durchzuschalten. Ich habe also, und das ist das Wichtige daran, das ist im Basissystem. Das heißt, das ist von der virtuellen Maschine, mit der der Unterricht eigentlich stattfindet, vollkommen unabhängig. Das geht immer. Und das ist sehr, sehr angenehm beim Unterrichten, weil ich brauche nicht nur im ganzen Raum herumlaufen und wir können Lösungen diskutieren. Wer ist der Erste, der das Programmierproblem gelöst hat? Zack, und ich schalte die Maschine drauf und sage, schaut's, und der kann, der oder sie kann gleich von hinten erklären, was sie da gemacht hat. Oder bei mir geht das nicht, ja. Dann schalte ich mir das am Schirm und die anderen können es kommentieren. Sehr angenehm. Technisch steckt VNC und SSH dahinter. Also einfach VNC durch SSH durchgetunnelt. Was wir auch noch gebraucht haben, ist USB-Stick-Support. Die Studierenden wollten ihre Daten auf USB-Stick abspeichern. Das haben wir auch ermöglicht, indem wir es ins Basissystem eingebunden haben. Bitte. Kann man noch andere USB-Geräte weiterleiten? Es ist so, einige gehen, naja, es ist nach meinem, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es gebaut haben, war der USB-Support nicht in der Open-Source-Version der VirtualBox enthalten. Und wir hätten damit das Prinzip, Open-Source zu sein, aufgeben müssen. Geplant ist ein zusätzliches Modul, das das ermöglicht. Ich sage, ich habe eine freie Version, wo USB-Stick geht, weil der wird nicht als USB-Stick, sondern als Laufwerk eingebunden. Der mountet sich im Basissystem und wird dann als Laufwerk weitergegeben. Das ist frei. Ich habe es selber schon ausprobiert, es funktioniert, aber man hat halt lizenzrechtlich, ich meine, es ist eine Education License, das heißt, bei Schulen könnte man es verwenden, gebührenfrei, aber es ist eben nicht mehr Open Source und wir wollten auf dem bleiben. Es ist aber möglich, dass sich das mittlerweile geändert hat und dann werden wir es in die nächste Version sicherlich mit aufnehmen. Wurde nämlich auch schon angefragt von Labos und so. Ja, was werkelt im Hintergrund? Sehr einfach, ein Debian GNU Linux, abgespeckt bis auf geht nicht mehr, ein ganz einfacher X11-Server und wir haben derzeit den Yon Tapped Window Manager in Gebrauch. Das ist so ganz einfach, alle Fenster gehen über den ganzen Schirm und oben gibt es Tabs zum Umschalten. Der ist mittlerweile obsolet, wir werden einen ähnlich leichten Window Manager dann in der nächsten Version draufsetzen. Und das Workhorse ist die VirtualBox, eben wie ich schon gesagt habe, in der Open Source Edition. Als Installer haben wir Fi im Einsatz, also Fully Automated Install. Wer das noch nicht probiert hat, ich kann einfach nur eine Werbedurchsage machen. Ein großartiges Projekt und für alle Arten von Installern einfach die Lösung. Für die Verteilung der Maschinen im Raum UDP-Cast, Bildschirm durchschalten, verschiedene Varianten von VNC und die Administration vom Lehrerrechner SSH und das alles eben verschränkt. Das heißt, hier trifft das zu, was ich am Anfang gesagt habe, es ist eigentlich ganz einfach und genau deswegen funktioniert es so gut. Wir hatten eben als Designrichtlinie, wir wollten wirklich Open-Source-kompatible Lizenzen haben, darum haben wir dieses USB-Ding nicht mit aufgenommen, damit wir überhaupt nicht darüber diskutieren müssen, wo man das einsetzen kann, nämlich einfach überall. Und das Design ist auch relativ, war von Anfang an Worst-Case-Persistence geplant, sodass man das Basissystem zum Beispiel mal sehr schnell wiederherstellen kann, ne, habe ich gesagt. Dass man virtuelle PCs sehr schnell reparieren kann. Ne. Wie macht man das? Durch Neuladen. Ja, im schlimmsten Fall spiele ich das einfach drüber, in 10 Minuten, 20 Minuten funktioniert das. Obwohl die Schäden da drinnen eh schon wenig wahrscheinlich sind, weil normalerweise reicht ein Reboot, um wieder auf der definierten Version zu sein. Eine Selbsthilfemöglichkeit der Studierenden. Die können das natürlich mittlerweile auch das Basissystem neu aufsetzen und die wissen auch, wie man Maschinen hin und her spielt. Das heißt, die können sich selbst helfen. Und wir haben auch gesagt, wir wollen versuchen, für Netzwerkausfälle so gerüstet wie möglich zu sein. Das heißt, man hat gesehen, ich brauche für die Basismaschine eigentlich nicht wirklich ein Netzwerk und wenn, dann mit minimaler Performance.
und die virtuellen Maschinen werden offline übertragen, also außerhalb der Unterrichtszeiten, wo ich einen zweiten Versuch habe, sodass ich beim Beginn des Unterrichts nicht eine massive Netzwerklast produziere. Aus Sicht der Studentinnen und Studenten präsentiert sich das sehr einfach. Sie kommen rein und finden dieses Menü mit den Maschinen oder für das Publikum, das sogar davon überfordert wird und man glaubt sich, das gibt's, kann ich auch die virtuelle Maschine vom Lehrerrechner aus starten und die kommen rein und finden sofort ihr Fensterlogo dort, wo sie es gewohnt sind und es gibt nichts, was sie in Panik versetzt. Auf der anderen Seite ist es eigentlich normal bei uns in der Institution, also politische Entscheidung, dass die Studenten Root-Rechte bekommen. Das heißt, die können dort ausprobieren und das wissen sie auch, dass sie installieren können, umkonfigurieren können, probieren können. Und wir sagen ihnen das auch so, es gibt sich daraus eine unglaubliche Spielfreude. Wir sehen, wie die Dinge ausprobieren und dabei natürlich unheimlich viel lernen. Gleichzeitig haben wir aber die Stabilität. Wenn ich in die nächste Übung gehe, fahre ich meine Übung hoch und es fängt dort an, wo ich es erwarte. Ein Vor- und ein Nachteil gleichzeitig, das ist aber, dass sie sich natürlich daran gewöhnen müssen, ihre Daten abzuspeichern. Sie müssen sich einmal schon darüber Gedanken machen, was sind überhaupt meine Daten und wo liegen die denn herum? Und das geht natürlich am Anfang ein, zwei Mal schief bei irgendjemandem und dann ergibt sich ein Erziehungseffekt und dann wissen sie es und dann wird das eben auf diverse Dropboxen oder FTP-Server oder wir haben Windows-Shares oder USB-Sticks oder wie auch immer eben abgespeichert. Und was sich auch ergibt, ist ein großes Thema in den Schulen immer mehr, ist Bring Your Own Device, BIOD. Wir haben ihnen natürlich gezeigt, oder sie zeigen sich gegenseitig, wie man eine Virtual Box auf ihrem eigenen Rechner installiert. Wir haben diese Maschinen, auch, sofern wir das lizenzrechtlich dürfen, und das ist in meinem Fall der Fall, auf einen entsprechenden Server liegen und von dort können sie sich einfach runterladen und in ihren eigenen Notebooks verwenden und damit sind so Themen wie Hausübungen in der richtigen Installation kein Problem. Also da www.vlastab.at, da gibt es Download und da gibt es auch die Install-CD und da unten gibt es eine Public Virtual Machines und da sieht man die verschiedenen Machines und da kann man natürlich reingehen und sich die passenden VDIs runterladen. So groß sind sie dann auch wieder nicht. Beziehungsweise im Schulnetz ist das natürlich relativ leicht möglich. Es ist eine Zeit, bitte? VDIs, nicht OEMs? Ich verteile VDIs aus verschiedenen Gründen, ich sage dann noch warum. Einer davon war, dass das noch nicht gegeben hat, wie wir damit begonnen haben, aber wir sind dann aus anderen Gründen dabei geblieben. Aber es zeigt sich, dass der Einsatz von so einer VDI oft viel einfacher ist, als das Ding selbst am Rechner zu installieren. Beispiel war die Android-Übung. Zu meiner Zeit war das ein Aufwand von 3-4 Stunden, Eclipse mit den richtigen Android-Plugins und den entsprechenden Dings alles zu installieren. Aus Sicht der Lehrenden kann ich meine virtuellen Übungsprozesse zu Hause am Notebook, wo auch immer, erstellen und ich weiß einen genau definierten Zustand, bei dem die Übung beginnt. Wenn ich eine neue Version irgendwas haben möchte, spiele ich das ein, roll die neue Maschine aus und habe sofort die richtigen Versionen. Es sind auch problemlos mehrere Versionen möglich. Wir haben zum Beispiel XP und Windows 7 laufen und lassen die Studenten das auch vergleichen. Also was hat sich geändert, was machen wir dort, was machen wir da. Und was vor allem sehr angenehm ist, es entwickelt sich, und ich hoffe, dass das mit diesem Vortrag auch über die Institutionengrenze hinweg passiert, ein reger Austausch von virtuellen Maschinen unter den Lehrenden. Geh, kannst du mir deine XFC-Maschine geben? Ich tät gern. Ja, da hast du, lad's da runter von da. Das heißt, es passiert ganz selten, dass man wirklich von Grund auf eine neue Maschine baut. Meistens nimmt man eine alte und installiert irgendwas. Und was man auch nicht unterschätzen soll, ist, dass die Vorbereitung des Unterrichts damit weit über die Installation von Software hinausgeht. Sonst hört man immer, was für Software brauchst. Ja? Aber es geht mir nicht nur um Software. Wenn ich eine Java-Programmierübung mache, dann will ich nicht nur dort ein Eclipse haben oder was auch immer, sondern ich will die richtigen Plugins haben, ich will die richtigen Beispiele drin haben, ich will eine Verlinkung mit dem Browser haben, damit der, wenn er auf Help klickt, gleich im Browser landet. Und ich will die richtigen Links gleich im Browser an den Bookmarks haben, damit ich nicht lang diskutieren muss, ist das jetzt Java bla. Irgendwas oder ist das so und so, sondern
da geht es in die Hilfe, die habt ihr als Bookmark, da ist es. Bis hin, dass ich die Angaben gleich in die Übungsmaschine reinnehme und nicht diskutieren muss, wo man die jetzt herbekommt. Und es ist erstaunlich, wie viel Zeit das spart. Und gleichzeitig habe ich aber keine Konflikte mit Software von anderen Kollegen, weil die steckt brav in anderen Maschinen drin, um die ich mich nicht kümmern muss. Weil wir kritisiert worden sind, dass das sehr kompliziert ist, haben wir verschiedene Levels von virtuellen Maschinen geschaffen. Und das ist auch die Antwort, warum wir das nicht machen. Die einfachste ist einfach die Festplatte. Ja, das geht in einem Standard, in einer Standard-Hardware funktioniert das. So kann man es ausholen. Dann gibt es etwas kompliziertere Maschinen, die zum Standard noch irgendwas dazu brauchen. Also sich eine spezielle Soundkarte, virtuelle Soundkarte, eine zweite Netzwerkkarte, irgend solche Dinge. Dafür, das wird in einem entsprechenden Shell-Skript mitgeliefert, wie diese Maschine zu erweitern ist. Dann etwas komplexere Maschinen, die vielleicht mehrere Festplatten haben, vielleicht noch eine CD, sonst irgendwas. Die muss man selbst definieren in seiner Init-Shell. Und was wir vor allem dann für die komplexeren Übungen haben, ist einfach ein völlig freies, das nennt sich Exec, es war einfach ein Shell-Skript, das sagt, wie diese Maschine sich verändert. Und da können wir auch während des laufenden Betriebs alle nur erdenklichen Settings ändern. Beispiele sind da Installationsübungen. Wir üben die Installation eines Linux-Rechners. Wir üben die Installation eines Linux-Rechners mit 6 Festplatten und wir wollen ein Krypto-Ding und RAID drauf haben. Und das Highlight ist, und jetzt schießen wir die zweite Festplatte im laufenden Betrieb raus. In der Simulation und schauen uns an, was für Fehlermeldungen werden produziert. War mein Setup robust genug? Und mit diesen dreien, also es wird dann immer hellgrüner, können wir auch Bring Your Own Device machen. Also diese zwei beherrschen die Studenten mittlerweile, das in ein normales Ding zu übersetzen. Das können wir natürlich nur im Übungsraum fahren, in einer entsprechenden Umgebung. Weil das wüsste ich nicht, wie das unter Windows zum Laufen bringt. Unterrichtsbeispiele. Was haben wir bis jetzt schon unterrichtet? Und ich möchte darauf hinweisen, das sind keine Fantasien, sondern das sind Dinge, die ich wirklich konkret, ich oder Kollegen unterrichtet haben. Also natürlich, ich fange vielleicht beim zweiten Punkt an, Programmieren. Entwicklungsumgebung da drauf zu spielen ist ein leichtes, die Beispiele dazu, die Help dazu, kein Problem. Sehr praktisch bei Android, weil das wirklich komplex zu installieren ist. Ich setze Ihnen einfach die fertige Maschine vor und sage so, wir fangen an. Weil ich will mich ja nicht zuerst um die Installation kümmern, ich will einmal in die Programmierung einsteigen und mit Ihnen das üben. Aber auch Multimedia, wir haben Videoschnitt, Audioschnitt, 3D-Animation mit Blender, all diese Dinge gemacht, das hat auch funktioniert. Beim Video muss ich sagen, okay, wir sind aber ein bisschen eine kleinere Auflösung gegangen, wir haben halt 640x480 Videos geschnitten, das ist aber für den Lerneffekt genau ganz egal. Und die haben auch wirklich, das hat auch wirklich funktioniert. Und Blender, jetzt auch nicht die super komplexen Szenarien, aber für eine Introduction hat das völlig ausgereicht. Netzwerkübungen. Wir können ja gleichzeitig mehrere virtuelle Übungs-PCs betreiben und innerhalb derer ein Netzwerk herstellen, ein virtuelles. Das heißt, wir können so Sachen wie NAT, DHCP, Installation eines Rechners hinter einem Server, automatisierte Installation und solche Dinge problemlos üben. Und das mache ich auch mit meinen Studenten und Studentinnen jeden Tag. Bitte. Blender, was passiert, wenn wir jetzt versuchen, über die Art von Arbeit oder sonst etwas zu nehmen, wo die Lizenz halt nicht einfach mal auf meinen Lizenz rechnen? Also meine schlampige Antwort ist, ich bin Techniker, ich kümmere mich nicht um juristische Probleme. Aber die ernsthafte Antwort ist, das muss man sich von Fall zu Fall anschauen. Und wir sind diesen Fällen schon begegnet, wo wir sagen, ja, wir können es, aber wir dürfen es nicht wegen der Juristen. Windows dürfen wir haben bei uns, da müssten wir jetzt den Windows-Kollegen fragen, ich bin jetzt nicht hundertprozentig firm, wir haben eine Site-Lizenz und einen entsprechenden Key-Server. Und mit dem funktioniert das problemlos. Ich weiß, in anderen Institutionen haben sie schon andere Lösungen gefunden, aber da bin ich nicht am allerletzten Stand, weil ich das selbst nicht brauche. Wenn das von Interesse ist, bitte eine E-Mail, dann reiche ich das einen Volker Draxler weiter, der kennt da alle Tricks, wie man das macht. Und tatsächlich ist es so, bei manchen Firmen geht es nicht aus, also es geht schon, aber wir dürfen nicht. Können die VMs bei den Produkten aus verbinden und aus dem
Also wir haben, das steht im Wesentlichen in der Maschinendefinition. Ja? Und normalerweise sind unsere Maschinen genattet und dürfen Verkehr nach außen aufrufen. Aber das kann man definieren, wie man will. Das heißt also, eigentlich ist das eine Sache, spätestens hier auf Level 3 definiert das der Lehrer. Ja, und sagt, was soll die Maschine können? Also ich könnte auch eine Übung machen, wo die VM auf dem einen Schülerplatz mit der VM auf dem anderen Schülerplatz kommuniziert. Das ist derzeit noch nicht so leicht möglich, aber das haben wir auch vor. Derzeit ist es so, dass sie innerhalb eines Rechners kommunizieren. Das hat den großen Vorteil, dass wir uns das Netzwerk nicht anpassen können. Also was immer die da drinnen machen, da kann nichts passieren. Und das reicht, hat also für den Unterricht bis jetzt immer gereicht. Also Kollege am DGM hat auch Cisco-Übungen in dieser Umgebung gemacht. Webserver, Webprogrammierung, mit auch so Dingen, dass ich wirklich eine zweite Maschine als Server hinstelle. SAP, ERP wurde gemacht. Eine sehr heiße Übung hat der Kollege gemacht, Datenbank-Server-Replikation. Der hatte gehabt einen Datenbank-Server, einen Replikationsserver und einen Client. Und dann hat er den Datenbank-Server abgeschossen im laufenden Betrieb. So, wie geht jetzt der Verkehr auf den Replikationsserver über? Jetzt fahren wir den Datenbank-Server wieder hoch. Wie kann man die Daten nachsynchronisieren? All diese Dinge wurden da simuliert. Bitte. Ich weiß nicht, er hat gesagt, er hat Cisco-Übungen gemacht. Ich bin mit Cisco nicht... Müsste ich ihn genauer nachfragen. Also die komplexen Dinge machen auch wir bei uns im Labor auf realer Hardware, aber die Einführungssachen können wir im Labor abbilden. Das ist, was ich weiß. Simulation, Mathematik natürlich sowieso. Was aber auch geht, ist Rechnerinstallation jeder Art, also auch komplexere Dinge, RAID-Installation, verschlüsselte Rechner. Wir haben auch zum Beispiel so eine Übung gegeben, ich habe einen Rechner, auf dem ist ein Betriebssystem drauf und ich möchte ein Double Boot einrichten. Und das üben wir jetzt in einem simulierten Rechner. Kann jeder ausprobieren, kann nichts passieren. Wenn irgendwas schief geht, starten wir es neu, probieren wir es nochmal. Das ist eine Bewusstseinsleitung, dass man praktisch ja. Ich verweise auf diese vier Levels. Also hier ist es so geregelt, dass bei Neustart alles weg ist. Das hier ist völlig frei. Hier kann ich es definieren. Und da gibt es sogar Menü, also da gibt es entsprechende Maschinen, da gibt es ein Menü, Festplatte Transient einbinden, Festplatte Read-Only einbinden. Das wäre eine hübsche Sache für die nächste Version. Also da ist noch viel Luft nach oben. Die Lehrenden selbst. Bitte? Also ich mache es von Hand. Ja, und was ich eh schon gesagt habe, also System aus der Dreh mit Plattenausfall und dergleichen mehr. Ich würde gerne in der Zwischenzeit schauen, wie es mit dem ja, und da sieht man, dass er irgendwie sagt, okay, man sieht es nicht. Da ist er also fertig. Und dann muss man ihm sozusagen die CD wegnehmen. So, und in der Zwischenzeit wird er booten. Beim ersten Mal booten braucht er etwas länger, weil im Hintergrund die ganzen Kernelmodule kompiliert werden. Das macht er aber nur beim ersten Mal und dann bootet er normal schnell. Aus dieser an sich mal zuerst sehr einfachen Lösung haben sich einige Konsequenzen ergeben, an die wir am Anfang gar nicht gedacht haben. Das erste ist, haben mich sehr viel kontaktiert, Administratoren von Schulen, die irgendeine Lösung hatten,
Die haben also irgendein besonderes System, meistens unter Windows, das da irgendwie alles Mögliche erlaubt und wollen das irgendwie migrieren. Manche Lehrer sind sehr glücklich darüber, wollen das unbedingt haben, die anderen sind sehr unglücklich, wollen was anderes haben. Die Frage ist, was sollen die tun? Und dann wird das so diskutiert, nehmen wir das eine oder das andere oder das andere oder das andere. Und wie migrieren wir das, wie kriegen wir das hinüber? Und mit dem VLS Lab entsteht die Möglichkeit einer sanften Migration, nämlich was man wegkriegt, ist das Oder, man kommt zu einem Und. Es ist ja überhaupt nicht wirklich ein Problem, die alte Lösung einfach in einer virtuellen Maschine zu installieren. Die macht alles, was sie immer gemacht hat, damit werden die Lehrer und Lehrerinnen bedient, die einfach bei diesem System bleiben wollen. Und alle anderen können rundherum bauen und installieren, was immer sie für ihren Unterricht haben wollen. Man kann auch sozusagen eine Parallelität einer neuen Welt schaffen und einmal eine Zeit lang in der neuen Welt arbeiten und irgendwann werden dann alle in die neue Welt übersiedelt sein. Und man nimmt sehr viel Druck aus dem Ganzen, weil man kein Entweder-Oder hat. Und das ist auch eine Antwort auf einen natürlichen Konflikt, den ich in den Schulen fast immer erlebt habe. Man hat sozusagen die Standard-Unterrichtsleute, also jetzt hauptsächlich Volksschulen-Unterstufe, aber das gibt es in jeder Institution, die sagen, ja, am liebsten wäre man eigentlich nur ein Terminal-Service. Ich brauche eh nur einen Browser und sonst nichts und ich will mit dem allen nichts zu tun haben. Und die HTL, Hack-Oberstufen, Freifach-IT, besondere Dinge tun wollen, die mal einen Virus anschauen wollen, die mal ein FreeBSD installieren möchten, die was auch immer tun möchten, die wünschen sich Speziallösungen und wenn man sie dazu vergattert, sich so in so einer Terminal-Lösung zurechtzufinden, sind sie extrem unzufrieden. Eines der ersten Projekte, das wir mit dem BMBF, das ist das Bundesministerium für Bildung und Frauen, gemacht haben, hat geheißen Terminal-Client. Die wollten nämlich Schulen auf so Terminal-Clients umstellen. Die Frage war, wie bedient man die anderen Lehrer? Und da wussten wir eben diese Antwort. In dem Fall hatten wir X2Go im Einsatz, aber welcher Terminal-Service hier eingesetzt wird, tut eigentlich nichts zur Sache. Die Idee war einfach, wir bieten diesen Terminal-Client als eine virtuelle Maschine an, auf einem File-Server vom Ministerium und rollen den von dort aus. Immer den richtigen Client zum richtigen Terminal-Server. In einer Kioskmaschine, also eine Maschine, die hochfährt, sofort in den Terminal-Client geht und nichts anderes tut. Und das ist einfach, und damit kann ich mit der VLS Lab CD an die Schulen gehen, dort das VLS Lab installieren, das ausrollen und bin fertig. Aber die Schule behält sich vor, später Infrastruktur dazu zu bauen und auch andere Rechner auf derselben Infrastruktur zu betreiben. Und das haben auch etliche gemacht. Das war ein Proof of Concept. Und das funktioniert also auch auf diese Weise. In der anderen Richtung sind wir jetzt in einem neuen Projekt dabei, das jetzt erst zum Starten ist, es umgekehrt zu machen, zu sagen, können wir zu so einem File-Server mit virtuellen Maschinen einen passenden Terminal-Server daneben stellen, der natürlich die richtige Rechenleistung haben muss, um mit verschiedenen Terminal-Services, da ist natürlich RDP, VNC angedacht und wir wollen das auch mit Guacamole abbilden. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist ein HTML. Damit kann man virtuelle Maschinen in einem HTML5-fähigen Browser darstellen. Wir wissen allerdings noch nicht genau, wie performant das ist, welche Netzwerklast das dort zeigt. Und da sind wir gerade am Ausprobieren, das ist Gegenstand des Projekts. Weil die Idee war, Bring Your Own Device durchzusetzen. Damit könnte man also auch auf Tablet Handys, wenn das mit der Bedienbarkeit hinkommt, arbeiten. Das ist also Gegenstand des Projekts, das mich jetzt diesen Herbst beschäftigen wird. Nächstes Jahr mehr darüber. Dass es technisch funktionieren wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ob es brauchbar ist, wird sich zeigen. Aber es ist jedenfalls ein Wunsch des Ministeriums, da eine Möglichkeit zu haben, auch umgekehrt zu haben. Und wir wollten unbedingt dabei bleiben, dass dieser Rechner vom Lehrenden definiert werden kann. Dass der also derselbe Rechner läuft dann im Labor oder auf dem Handy oder auf dem Pad, wo auch immer. Das ist die Idee daran. Und das VLS Lab ist auch ein ganz hervorragendes Tool. Ich verwende es einfach auch für meinen normalen Betrieb, unabhängig vom Unterrichten. Bevor ich mich da jetzt ewig lang rumspiele, einen Rechner zu installieren und drauf das und das und das zu installieren, was ich brauche, nehme ich die VLS Lab CD, habe irgendwo meine File-Server herumliegen mit den passend installierten Maschinen
drauf. Das heißt, die Arbeit ist, alte Hardware nehmen, VLSTEP, CD rein, virtuelle Maschine runterladen, weiterarbeiten. Und die kann ich natürlich auch so schalten, dass die Ergebnisse zum Beispiel bleiben. Das steht mir dann frei. Die Maschinen sind damit archivierbar und ich kann Sachen für komplizierte Bildprozesse archivieren, versionieren und dergleichen. Die Snapshot-Geschichte ist offen, das ist mir völlig klar, kommt mit der nächsten Version. Und die virtuellen Maschinen kann ich auch austauschen und verteilen. Ja, wenn man ein bisschen dahinter schaut und auch rückblickend gesehen, wir betreiben das jetzt doch schon ein paar Jahre, ergibt sich vor allem ein philosophischer Effekt, dass man auch mit den Lehrern immer wieder diskutiert. Der PC wird plötzlich nicht zum Mittel des Unterrichts, weil wie setzen wir ihn ein? Zum Gegenstand. Wir können ihn wirklich hernehmen, sezieren, etwas mit dem PC machen. Er wird plötzlich zum Unterrichtsgegenstand. Und das ist ein ganz anderer Unterrichtsansatz und das geht über das Unterrichtsmittel weit hinaus. Und die Auswahl und Installation der Software wird zur Aufgabe der Lehrerin, das habe ich schon wiederholt gesagt, aber das ist auch philosophisch wichtig, weil damit ist sozusagen Softwareauswahl dasselbe, was früher Literaturauswahl war. Weil wer selbst sonst soll wissen, welche Software wir verwenden als der Lehrer? Damit bleibt das in dieser Kompetenz und ich denke, das wird in Zukunft ein selbstverständlicher Teil der Unterrichtsvorbereitung sein. Bei mir ist es das längst so, ich arbeite auch über das Semester hinweg mit den verschiedensten virtuellen Maschinen. Heute lernen wir über NAT, morgen lernen wir über DHCP und übermorgen darüber. Und jedes Mal überlege ich mir, wie bilde ich das ab, wie mache ich das beübbar, wie zeige ich das den Leuten in meinem Unterricht. Das VLSTEP ist nach meinem Wissen das einzige System, das eine wirklich konsequente Virtualisierung hat, in dem Sinn, dass das Basissystem wirklich nur Basis ist und sonst nichts. Es ist also nicht auf ein bestehendes System aufgepfropft, sodass man auch mal in Ausnahmefällen irgendwas anderes machen kann, sondern es macht diese Ausnahmefälle zur Regel und sagt, läuft alles in virtuellen Maschinen und fertig. Die Stabilität, und die haben sich die Leute sehr schnell gewöhnt, die erwarten heute einfach, dass die Dinge funktionieren. Schnellste Wiederherstellung, habe ich gesagt, Migration auf neue Hardware ist ganz leicht. Die neuen virtuellen Maschinen erstellen wir aus den alten. Das einzige Minus, was vielleicht bleibt, ist, es kann, wenn man nicht aufpasst, relativ schnell zu einem Wildwuchs an virtuellen Maschinen kommen. Und wenn man dann irgendwelche Software-Updates machen muss, muss man das in unterschiedlichen Maschinen machen. Aber in dem Sinn, dass das ja jetzt Aufgabe der Lehrenden ist, kümmert mich das nur bei meinen eigenen Maschinen. Damit kann man es auch verteilen. Ja. Aus einer E-Mail aus dem April 2013 von einem Lehrer, der das bei uns ausprobiert hat, das war auch eine Netzwerkübung in dem Fall. Und was man auch nicht vergessen darf, dass damit eben Unterricht möglich wird, der in einer normalen PC-Rauminstallation überhaupt nicht möglich ist. Beispiel PC-Installation üben, Betriebssystemmigration üben, Beispiel. Wo stehen wir? Wir haben es natürlich im Einsatz in unseren Labors. Am TGM läuft es in einigen, nicht schulweit, aber in einigen Labors. Interessant, dass BAG Weiz hat es in seine Projekte integriert und verwendet mittlerweile eine angepasste, adaptierte, weiterentwickelte, man kann auch sagen geforkte Version des VLSTEP, ein Bildungszentrum Canyongasse und an etlichen anderen in Erprobung. Und ich kenne viele gar nicht, denn es gibt ja die VLSTEP.at-Seite und wer sich das von dort runterlädt, entzieht sich großteils meiner Kenntnis. Dann nochmal eine kurze Zusammenfassung, habe ich alles schon erwähnt, und die Kontaktmöglichkeiten. Und als letztes möchte ich noch schauen, ob aus unserer Installation etwas geworden ist. Da ist sie, ja. Also hier gibt es natürlich noch keine virtuellen Maschinen. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Das kann aber am Netzwerk hier liegen. Und hier sehe ich die Liste der virtuellen Maschinen am öffentlichen VLSTEP-Server. Das sind die Maschinen, die ich also teile. Da könnte ich mir jetzt eine aussuchen und die würde dann runtergeladen und gestartet werden. Und entsprechend die anderen Dinge schauen wir nochmal in die GUI. Und ich kann natürlich nicht die Virtualisierung in der Virtualisierung starten, aber es gibt doch einen Eindruck, dass sich das System selber installiert hat und da scheinen dann die virtuellen Maschinen auf, die ich entsprechend darin lade.
Und Sie haben gesehen, ich habe wirklich nicht besonders viel gemacht, dass das funktioniert. Also meine Frage? Ja. Worin ist das implementiert? Das verstehe ich jetzt. Ja, und abschließend gehen wir dann gleich anschließend in der Frage drauf ein. Also www.wila-lab.de und das sind die Kontaktmöglichkeiten zu mir und zum Volker Draxler, der sich eher um die Windows-Welt und um die Werbung für das Projekt kümmert. Und ganz wichtig, wenn man was wissen will, hier und heute nachfragen. Ich bin noch bis ca. 18 Uhr hier und probieren Sie es aus. Es geht ganz einfach, einen alten Rechner nehmen, auf den man keine Daten mehr braucht, die CD runterladen und auf einen CD brennen oder auf einen USB-Stick tun, ihn irgendwo anschließen, wo es Netzwerk und DHCP gibt und einfach hochfahren und zuschauen. Und dann kriegen Sie den Rechner wie vorhin, können sich bereits die ersten virtuellen Maschinen runterladen und einfach mal probieren. So. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Derzeit nicht. Einfach weil unsere Hardware das nicht kann und darum haben wir es nicht implementiert. Die Frage war, ob der Lehrer-PC einen Weg online auslösen kann. Wie gesagt, wir haben leider keine Hardware im Haus, die das kann und darum haben wir es nicht implementiert. Lässt sich aber leicht machen. Abgesehen davon, dass es Open Source und ein Skript dazu zu hängen, für eine spezielle Schule, war in einigen Schulen der Fall, dass die so spezielle Kleinigkeiten dann haben, dann machen sie das auf, tun das Skript dazu und dann funktioniert das auch. Das kann man nämlich in die schulspezifische Konfiguration reinnehmen, solche Dinge. Ja, also wie gesagt, es gibt schulspezifische Konfigurationen und da geht im Grunde genommen alles. Bitte. Also eine, man kann in der VirtualBox keine VirtualBox-Maschine starten, ist eins zum Beispiel. Womit wir zum Beispiel schon derzeit noch Probleme haben, sind Composite Window Manager. Also 3GL funktioniert, darum können wir Blender zum Beispiel tadellos fahren, aber Ubuntu-Version wird extrem langsam. Das ist aber ein temporäres Problem, wir arbeiten an der nächsten Version, wir wissen, dass das in der nächsten VirtualBox-Version so nach meinem Wissen gelöst ist, und ich gehe davon aus, dass das dann relativ bald geht. Abgesehen davon haben wir es auch deswegen nicht gelöst, weil wir es nicht brauchen. Also bei meinen Maschinen werke ich XFCE. Was können wir noch nicht? Es ist relativ schwierig, einen Zugriff auf eine virtuelle Maschine von außen zu machen bei Netzwerkübungen. Also was der Kollege gesagt hat, zwischen zwei Maschinen, zwei physischen Maschinen, einen Verkehr herzustellen. Das ist relativ tricky. Es ist einfach viel einfacher, das innerhalb einer Maschine zu machen. Darum haben wir es dabei bewenden lassen, weil der Unterrichtsinhalt genauso zu transportieren ist. Es gibt noch für Limitierungen, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht ein. Fragen bitte. Ja, nochmal zurück, weil Sie auch jetzt vom Skripten reden, hinzufügen kann, womit ist es geschrieben oder entwickelt? Also es ist mit den unterschiedlichsten Tools entwickelt, die ich erwähnt habe. Das Herzstück sind ein paar tausend Zeilen JavaScript. Das ist einfach die sinnvollste Sprache, um so im System herumzuwühlen. Und ein großer Teil ist FI, also Fully Automated Install, der ja auch wieder Shell-Skripts braucht. Also der hat alle möglichen, wenn ihr FI kennt, wer es nicht kennt, lernen Sie es kennen, nie wieder klonen. Das ist die dümmste Art der Ausrollung. FI ist viel besser und da hat man alle möglichen Hooks, an die man dann Shell-Skripts anhängt, die an der Stelle im Installationsprozess passieren sollen. Sonst noch Fragen? Bitte. Im Umfeld einer Firma, die eben so verschiedene Desktops hat und so weiter, wäre das eigentlich eine Möglichkeit, um die ganze Automatisierung zu machen? Also sozusagen, das Sekretariat hat etwas in der Fertigung, in der Finanzbuchabteilung und so weiter, dass man die Sachen einleitet, so immer virtuell umfährt. Also ja, absolut. Ich wundere mich eh, dass das nicht längst gemacht wird. Danke für den Hinweis. Die Frage war, ob man das nicht auch im kommerziellen Umfeld verwenden könnte. Die Antwort ist ja, das könnte man ohne weiteres. Das wäre auch eine ganz hervorragende Idee, meiner Meinung nach, weil man sich bei der Ausrollung unheimlich viel erspart, weil man unterscheiden kann zwischen der Versionierung vom Basissystem und der Versionierung von dem System, mit dem man arbeitet. Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und man kann auch sozusagen die virtuelle Maschine wirklich sauber testen und hat dann relativ gute Gewähr, dass die in ihrer Produktionsumgebung auch genauso wieder funktioniert, weil man diese einheitliche virtuelle Hardware hat.
Also ich fände das eine sehr gute Idee. Ja, kann es nur empfehlen. Bitte. Also in der Schule haben wir jetzt immer Skoda-Linux natürlich propagiert. Letztendlich, ja, inwiefern ist sozusagen der Unterschied? Also bei Skoda-Linux ist so, wir setzen einen Server auf und viele Clients, aber wenn man das jetzt umschalten will, damit in einem Schulraum sozusagen das auch sogar eventuell mit Linux laufen sollte, wäre das auch eine Option in dem Sinne? Ja, das würde genau unter das fallen, was ich gesagt habe, über Schullösungen. Für mich wäre dann, gehen wir ganz kurz auf die Folie zurück, Skol Linux einfach eine solche Schullösung. Gut, und die sollte eben in der ganzen Schule mal auf jeden Fall laufen. Aber es gibt ja überhaupt keinen Grund, den Skol Linux Client in eine virtuelle Maschine zu packen und die ganze Willers Lab Infrastruktur um uns herum zu schalten. Das ist nämlich wirklich wichtig. Ich bin dankbar für die Frage. Ich hatte lange Mühe, den Schuladministratoren zu erklären, dass sie nicht fürs Willers Lab oder etwas anderes entscheiden müssen, sondern dass das ganz gegen den Strich gebürstet orthogonal dazu ist. Ja, was immer Sie für eine Lösung fahren, behalten Sie sie und machen Sie andere Dinge noch zusätzlich. Ja, und das trifft natürlich aufs Skolinux zu. Also wenn Sie gerne damit arbeiten, yes, go for it. Und wenn dann ein Einzelner oder mehrere Lehrer sagen, okay, aber wir brauchen für unseren Unterricht das und das und das, dann kann das als entsprechende virtuelle Maschine koexistieren. Bitte. Nochmal bitte. Die Frage war, welche Hardware-Anforderungen man hat. Also ich würde den Performance-Verlust subjektiv so auf 10-15% schätzen. Also native Maschine versus virtuelle Maschine. Das ist, wenn man jetzt nicht irgendwelche ganz besonderen Anforderungen hat, meiner Meinung nach bei heutiger Hardware tadellos tragbar. Also das ist zumindest unsere Meinung. Und wir können, das kommt jetzt davon, was die Client-Maschine können soll, also was die virtuelle Maschine können soll, aber wir kommen mit so etwas wie 2x2 GHz und dann Gigabyte RAM tadellos durch, für zum Beispiel Linux-Clients und für die Windows XP-Clients. Für die Windows 7-Clients haben wir gerne ein bisschen mehr RAM, aber das reicht dann auch schon. Und wenn ich jetzt 3, 4, 5 virtuelle Maschinen gleichzeitig starten möchte, dann brauche ich natürlich entsprechend mehr Hardware und vor allem entsprechend mehr Speicher. Aber los geht's mit eben so 2-3 Gigahertz Rechenleistung und 1 Gigahertz. Also etwas bescheiden. Also vor 3-4 Jahren haben wir über das noch diskutiert, dass in den Schulen diese Infrastruktur noch nicht vorhanden ist. Mittlerweile ist das eigentlich überall. Also viel schwächere Rechner habe ich kaum mehr in Schulen gesehen. Nach meiner Erfahrung geht das auch ohne. Dann ist der Performanceverlust, also die Frage war, ob der Prozessor die Virtualisierung unterstützen muss oder ob das auch ohne geht. Die Antwort ist, es geht auch ohne, dann ist der Performanceverlust etwas größer. Aber zum Beispiel für Linux-Maschinen als virtuelle Übungsmaschinen funktioniert das tadellos. Bei Windows muss man sich's anschauen. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann gerne noch in der persönlichen Runde danach und ich kann nur sagen, probieren Sie es aus. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sonst würde ich nicht dastehen. Und danke an den Sven Kukes für die Vermittlung. Ohne seinen Vorschlag würde ich heute auch nicht dastehen.